Luther und Bach, beide vereint, sollen unser Leitstern sein. So heißt es in einem Vereinsblatt eines musikalischen Vereins aus Norddeutschland von 1925. Auf dem dazugehörigen Holzschnitt sieht man Johann Sebastian Bach, wie er den Blick auf Luther richtet, der seine Laute spielt. Bach begleitet ihn auf der Orgel ganz zurückhaltend. Das musikalische Genie blickt voller Demut auf das theologische Genie. Heute werden wir beide hören, Luther und Bach, in ihrer je eigenen Genialität. Und wenn wir so aufblicken zu diesen beiden und Bach dabei zuhören, wie er zu Luther aufblickte und seine Musik weitergedacht hat, dann vergessen wir nicht, wohin sie beide unsere Blicke ausrichten wollten. Bach unterzeichnete viele seiner Werke mit SDG, Soli Deo Gloria. Allein Gott soll die Ehre gebühren. Seine Musik will unseren Blick nach oben ausrichten. Und auch Luther ging es nicht um sich selbst. Der Grund seiner Theologie war auch der Grund, der uns heute noch trägt. So sagt es der Wochenspruch: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und so feiern wir heute diesen Gott, dem die Ehre gebührt, und diesen Christus, der unser fester Grund ist, und die Kraft des Geistes, der theologische und musikalische Geistesblitze erst möglich macht. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und bevor wir jetzt gleich selber einstimmen in Luthers Worte und Klänge, noch ein kurzer Hinweis: Das Abendmahl, das wir heute Morgen schon in großer Runde gefeiert haben, hat sich in Ihr Programmheft eingeschlichen. Wir feiern heute kein Abendmahl, das haben wir heute früh getan. Und wie angekündigt, ist dieser Konzertgottesdienst der Musik gewidmet. Thank you.
Wir beten Worte aus Psalm 46, die nicht nur die Vorlage waren für das Lied, was wir gerade gesungen haben, sondern heute auch als Predigttext dienen. Ich bitte Sie, mit den eingerückten Versen zu antworten. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wir beten mit Worten Martin Luthers. Herr und Gott, himmlischer Vater, von dir empfangen wir Tag für Tag alles Gute im Überfluss. Täglich behütest du uns gnädig vor allem Übel. Lass uns das alles durch deinen Geist von ganzem Herzen und in rechtem Glauben erkennen, damit wir dir für deine große Güte und Barmherzigkeit jetzt und in Ewigkeit danken und dich loben durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.
Wer fragt, wer da ist, dieser Jesus Christ, der erhält Antwort da, wo die Evangelien zentrale Gedanken seiner Lehre wiedergeben. Hören wir auf die Worte des Matthäus-Evangeliums im 5. Kapitel. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf allen unseren Wegen. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und wir antworten auf das Evangelium mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sich mit seinen Brüdern ihr verschwindet.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. So grüße ich euch, liebe Gemeinde, an diesem Reformationstagsabend, einem Reformationstag, den wir feiern in einer Zeit, in der uns große Nöte getroffen haben, in einer Zeit der multiplen Krisen. Da ist immer noch die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Es herrscht Krieg in Europa, die Teuerung, die Klimakrise. In dieser Zeit multipler Krisen suchen wir Zuflucht bei Gott, der unsere Zuversicht und unsere Stärke ist. Zuflucht im Gebet, Zuflucht im Gottesdienst, Zuflucht bei Gott, der unsere feste Burg ist. Er stirbt, sagt Erika am Telefon. Bitte komm. Ich fahre ins Krankenhaus. Die Schwester zeigt mir das Zimmer, leise klopfe ich. Erika sitzt am Bett ihres Mannes. Er scheint kaum bei Bewusstsein. Erika hebt den Kopf, dann kommt sie zu mir auf den Gang. Sie sagen, sie wissen nicht, ob er noch einmal nach Hause wird können. Vielleicht erholt er sich, es kann aber auch jederzeit soweit sein, sagt Erika. Sie löst den Blick von ihrem Mann und schaut mir in die Augen. Ich weiß nicht, was ich beten soll, sagt sie. Soll ich beten, dass der Herr ihn zu sich nimmt und ihn erlöst von seinem Leiden? Oder soll ich beten, dass der Herr uns noch ein bisschen Zeit schenkt? Ich möchte ihn doch so gern noch ein bisschen bei mir haben. Was soll ich beten? Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Worte aus Psalm 46. Ach Gott, so groß können die Nöte sein, die ganz normalen Nöte des Alltags inmitten all der Nöte, die Klimakrise und Krieg bringen. Wie groß können die Nöte sein? So groß, dass mir die Worte fehlen. In diesen Momenten, Gott, in denen ich stammle und verstumme, in denen ich nicht weiß, was ich beten soll, schenkst du mir Worte. Die Worte der Psalmen, die Menschen vor mir durch die Jahrhunderte gebetet haben. Worte, an denen ich mich festhalten kann, Worte, bei denen ich Zuflucht finde, Worte, die aufgehoben sind in deinem Wort. Millionen Menschen hungern in Ostafrika, 30 Millionen mehr als noch im Vorjahr. Ostafrika erlebt zurzeit die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Hunderttausende Ziegen und Schafe sind verendet, die Ernten sind verdorrt. 33 Millionen Menschen versinken in den Fluten. Die Monsun-Regenfälle in Pakistan sind die heftigsten seit mehr als 3 Jahrzehnten. Der Meeresspiegel steigt und die Bewohner der Fidschi-Inseln fragen sich,
Wann ist es Zeit, unsere Heimat zu verlassen und den Ort, an dem unsere Familien seit Jahrhunderten leben, dem Meer zu überlassen? Wenn sie Nachrichten über die Folgen der Klimakrise liest, wird Hannah von Trauer und Angst, Wut und Schuldgefühlen überwältigt. Sie sagt, sie fühlt sich wie gefangen. Wir müssten doch so viel tun und tun es nicht. Und die Lage der Welt wird von Tag zu Tag schlimmer. Das Leben so vieler Menschen ist bereits bedroht. Tag für Tag werden es mehr. Manchmal fühlt sich Hannah starr vor Angst. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Worte aus Psalm 46. Ach Gott, ich höre das Psalmwort, darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge, und ich frage mich, wirklich Gott, wir fürchten uns nicht? Müsste ich mich nicht fürchten? Sollte ich mich nicht fürchten? Sollten wir uns nicht fürchten? Die Klimakrise ist zur Überlebensfrage geworden. Sollten wir nicht die schlimmsten Folgen annehmen und alles tun, um sie zu verhindern? Sollten wir nicht herauskommen aus der festen Burg unserer Filterblasen des Verleugnens, Verdrängens und Kleinredens und den katastrophischen Szenarien ins Auge schauen, in Panik ausbrechen und handeln, als ob unser Haus niederbrennen würde? Rumänien im März 2022. Ich wollte einfach nur weg mit den Kindern. Weg von den Bomben, weg aus der Ukraine, weg aus Charkiw, hat Julia mir erzählt. Ich wusste nicht, wohin, hat sie gesagt. So wie Julia ging und geht es vielen, die vor den Schrecken des Kriegs aus der Ukraine flüchten. Sie sind orientierungslos, wenn sie über die Grenze kommen, wissen nicht wohin, sagt Konstantin. Konstantin ist rumänisch-orthodoxer Priester und er tut Dienst in einem Willkommenszelt in Radauci Prut, einem kleinen Grenzübergang im Dreiländereck Ukraine, Moldau, Rumänien. Gemeinsam mit anderen Freiwilligen aus seiner Pfarrgemeinde und in Zusammenarbeit mit EDROM, einer Partnerorganisation unserer Diakonie-Katastrophenhilfe, leistet Konstantin Nothilfe. Essen und Getränke, Hygieneprodukte und Windeln, Informationen über Unterkünfte und Weiterreise. Viele Tränen fließen hier an der Grenze, sagt er. Was mir aufgefallen ist bei meiner Reise, an den Besuchen bei den Grenzübergängen zwischen der Ukraine und Rumänien, das war, dass immer orthodoxe Priester ihren Dienst tun, erkennbar an ihren schwarzen Soutanen. So sehen die Menschen gleich, dass wir von der Kirche sind, und das weckt Vertrauen, hat mir Emanuel gesagt. Auch er, ein Mitarbeiter unserer Diakonie-Partnerorganisation, und auch er Priester der rumänisch-orthodoxen Kirche.
Mir ist auch wichtig, hat er gesagt, mir ist auch wichtig, ein spirituelles Angebot zu machen. Aber ich sage den Leuten nicht, dass alles gut wird. Wir wissen nicht, ob alles gut wird. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt. Nichts ist gut, Gott. Es herrscht Krieg. Ich sehe die Tränen der Opfer und ich frage mich, wird es gut werden, Gott? Wie gerne würde ich das sagen, Gott, alles wird gut. Doch wir wissen nicht, ob alles gut wird. Es herrscht Krieg. Du bist doch unser Schutzgott. Das versprichst du uns, das glauben wir, das beten wir. Ach Gott, ich sehne mich so nach Eindeutigkeit. Ich will wissen, wer die Guten sind und wer die Bösen sind, klar und eindeutig. Und ich will auf der Seite der Guten stehen. Und Gott, ich will dich auf unserer Seite wissen, auf der Seite der Guten, auf der Seite der Wahrheit, die unsere ist. Ja, Gott, du bist auf unserer Seite, doch nicht als Kriegsherr. Du, Gott, machst allen Kriegen ein Ende, zerbrichst den Bogen, zerschlägst die Spieße. Du spielst nicht mit, das kriegerische Spiel von Freund und Feind. Was heißt das für mich? Was heißt das für die Seite, auf der ich stehe? Was heißt das für uns? Seine Stimmung wurde in jenen Monaten immer apokalyptischer. Satan hängt sich an mich mit mächtigen Stricken, um mich in die Tiefe zu ziehen, so schreibt Luther in einem seiner Briefe. Der innere Zusammenhalt der reformatorischen Bewegung zerbröckelt. Es tobt ein erbitterter Streit um das rechte Verständnis des Abendmahls. Luther und seine Anhänger geraten in diesem Streit in die Defensive. Nicht minder erbittert werden die Reformatoren von ihren Gegnern verfolgt. Selbst in Sicherheit, unter dem Schutz der Kurfürsten, erreichen Martin Luther Nachrichten von Verhaftungen und vom Martyrium treuer Anhänger. Luther ist tief getroffen. Im Juli 1527 erleidet er einen vollständigen körperlichen und geistigen Zusammenbruch. Ein Brausen in den Ohren stürzt er zu Boden und verliert das Bewusstsein. Er rechnet damit, zu sterben. Wenig später, im August, sucht die Pest Wittenberg heim. Monate vergehen, die Seuche fordert immer mehr Opfer. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz.
wird Luther wohl in diesen Tagen gebetet haben. Psalm 46, das große Notgebet, unzählige Male gebetet in der Kirche seiner Zeit. Eine feste Burg ist unser Gott, dichtet Luther in jenen Tagen. Und er erinnert sich selbst und uns daran. Mit unserer Macht ist nichts getan. Es streit für uns der rechte Mann, denn Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ. Amen. Thank you.
Jetzt stehe ich hier und kann nicht anders, als ein ganz herzliches Dankeschön auszurichten den Musikerinnen und Musikern, den Solistinnen und Solisten, dem Chor Lutheraner und dem Instrumentalensemble und natürlich Erschebet Winterger-Gereth für die Gesamtleitung, dass sie uns mit diesen wunderbaren Klängen in und durch den Abend leiten. Danke auch für die Kollekte vom Reformationsgottesdienst heute am Vormittag. Sie war für den Gustav-Adolf-Verein bestimmt. Und vielen Dank für die Spenden und Kollekten, die wir jetzt gleich am Abend sammeln. Sie wird geteilt zwischen dem Musikforum unserer lutherischen Stadtkirche und der eigenen Gemeinde. Herzliche Einladung auch zu den nächsten Gottesdiensten. Am kommenden Sonntag werden sich und wir Ihnen hier die Konfirmandinnen und Konfirmanden vorstellen. Und erfahrungsgemäß freuen sich die jungen Menschen immer, wenn sie merken, sie sind in einer großen und freundlichen Gemeinde aufgenommen. Deshalb herzliche Einladung für den kommenden Sonntag. Am 13. November um 10 Uhr findet dann hier wieder ein regulärer Sonntagsgottesdienst statt und am Nachmittag am 13. ein Zwergergottesdienst für die ganz Kleinen. Und lassen Sie uns jetzt miteinander Fürbitte halten. Guter Gott, du Zufluchtsort, du Burg, wir bitten dich, verbirg dich nicht, wenn wir dich suchen und in der Not zu dir schreien. Verbirg dich nicht, wenn Menschen bergende Mauern vorenthalten werden und sie in Zelten leben sollen. Verbirg dich nicht, wenn Menschen sich selbst verbergen in ihren eigenen Burgen aus Angst, Trauer oder Wut. Gib Geborgenheit denen, die einsam sind. Erweise dich als fester Grund, wenn Gewissheiten wie Sandburgen in sich zusammenfallen. Wir bitten dich, bürge für deine Verheißung, ich bin der, ich bin da. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, die du mit deinem Wort fällen könntest, dann bitten wir dich, um Worte des Respekts und der Liebe, die jeder Hassrede ins Wort fällt. Um Worte des Trostes, die jede Verletzung heilen können. Um Worte der Vernunft, die die Fürsten dieser Welt an ihre Verantwortung erinnern. Um Worte, die wirklich ankommen, auch wenn sie unangenehme Wahrheiten enthalten. Amen. Und alles, was wir gesagt haben und gedacht haben, legen wir in die Worte, die Jesus selbst uns anvertraut hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, das ist ein Sieger.
Und so geht in diesen Abend und in die Woche unter Gottes gutem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.